Hallo Freunde, willkommen zurück bei Winter Survival. Neuen Content für die Story haben wir noch nicht. Es gab zwar hier und da ein paar kleine Bugfixes. Aber ja. Ein paar Veränderungen im Gewicht von Items haben sie mal hin und her geschoben, ne? Wie viel das im Inventar halt Platz wegnimmt und so weiter. Aber ansonsten haben wir eigentlich nichts groß Neues und ich dachte, wir probieren heute mal diesen Endless Mode aus. Weißt du? Ja. Und schauen da mal rein. Das heißt, Start Game. Hier, der Available Soon Code Wave haben wir noch nicht. Also Endless. It's your first time playing Winter Survivor? Nein, we highly recommend playing how to play first, ja. Wir starten mal. Start Endless. Das sind die drei Customers. Ach, hier kannst du sogar noch anpassen. Explorer. Wollen wir uns das mal an? Viel Spaß. So, was suchen wir uns jetzt hier aus? Home? Nothing permanent, but I need a shelter. Leichte Schwierigkeitsstufe. Everything feels fine, exploration awaits. Alles ist gut. Die Erkundung wartet. Coming soon? Das sind verschiedene Endless Modes, oder wie? Sickness? Neglected my code and without medication, my health is... Okay, ist immer Schwierigkeitsstufe 2. Ihr bist schon krank? Schade, dass ihr krank. Memory plays tricks on me. Erinnerung. Please tell me what happened. Bitte sag mir, was passiert ist. I don't remember. Aber hier ist keine Schwierigkeitsstufe dabei. Guck mal bei Home. Nothing permanent, but I need a shelter. Equipment condition. Good. My gear gave me plenty of time to execute my strategy. Also gutes Kram. Wir haben alles dabei scheinbar. I don't remember. Terrible. I had some things to take care. And if so little time to do it all. Also wir müssen uns um einige Sachen kümmern. Wir haben nicht genug Zeit für alles. Wir gucken mal. Wir schauen uns das einfach mal an. Gut. When did it happen? Wann ist es passiert? Morning. Keine Ahnung. How was the weather? Clear, cloudy, snowy, I don't remember. I don't remember, ist wahrscheinlich Zufall. What does this picture depict? Wolves, the bear? I won't tell, I don't know. He's chasing me. They're hunting. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch noch nicht so richtig, was sie damit meinen. Aber das schauen wir uns einfach an. Hiding bushes will allow to pass unnoticed. Okay, ja, verstecken und so weiter. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine andere Map ist, aber wahrscheinlich nicht. Oh, eine schöne heiße Suppe. Mit Fleisch. Schon zu lang gewesen. New Quest Cave. New Quest Cave. Oh, dieser Webplayer ist so furchtbar hier. 3% Lautstärke. Ich würde gern 4, geht aber nicht. Nächster Schritt ist 5. So. Okay, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir unser Schnellrad. So, was haben wir dabei? Funkgerät, Wasserkantinen, aber den müssen wir jetzt abkochen. Batterien, eine Bettrolle. Journal. Being inside the cave, provide safety against predators. Ja. Wir kriegen Wärmebonus von der Höhle und beschützt uns gegen Raubtiere. Status. Oh, wir haben nicht mal Klamotten oder was doch, ne?
Inventory, doch. Sehr gut. Jetzt gucken wir uns erstmal um, was wir hier haben. Das ist unsere Base jetzt anstatt die Hütte. Blumen, konnten wir doch. Softwood Stone Axe brauchen wir. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Beim selber Crafting? Das ist das gleiche. Ja, mehr noch nicht. Shelter. Oh, hier können wir jetzt auch Hütten und sowas bauen. Okay, das werden wir natürlich austesten. Hot Water. Crafted at Fire Source. Das ist nur Hot Water. Okay. Das Feuer ist endless oder was? Fuel 11 Minuten? Nee, es läuft. So, Tageszeit hatten wir ja auch hier irgendwo bei Status, oder? 9.19 Uhr, ja. So, was haben wir hier? Okay, Holzsammler. Dann haben wir hier einen Hammer. Nehmen schon mal eine Axt. Rope. Tinder, nehmen wir erstmal alles mit. Essen. Oh, ein Messer. Was ist da drin? Okay. Was ist das? Thatch Foundation. Ach, die kannst du jetzt mitnehmen. Können wir tragen, oder wie? Für eine Höhle, für eine Hütte. Da geht's raus. Haben wir denn noch eine Fackel an Bord? Nee, aber wir haben unser Licht, ne? Was geht denn hier noch so? Der Endless Mode. Auch so cool, dass du das auch hier in die Dings stellen kannst. Also wir müssen erstmal unsere Klamotten wieder verbessern. Das ging hier nicht dran. Eine Fackel brauchen wir. Da brauchen wir Tailgrass. Gut, dann machen wir das mal aus hier. Wir machen mal ein Save. Dann mal gucken, ob wir dann auch Save Games haben. Von der Story und jetzt auch von dem Ding. Wäre jetzt blöd, wenn er das in Early Access natürlich überschreibt. Hier haben wir nochmal Moos. Okay, wir sind draußen. Map. Es sieht ein bisschen anders aus hier, aber wir sind auch, wie es aussieht, so eingekesselt wieder. Haben wir einen Kompass? Nein. Collect resources from the cave. Ach so, wir sollen alles mitnehmen. We need to find some deeper snow. Wir sollen alles mitnehmen, Leute. Hier. Get. Da oben. 7, 8 lange. 9 lange? Nein, brauchen wir nicht. Können wir jetzt schon Speere mitmachen? Noch nicht, ne? Haben wir jetzt eine Messer gehabt? Eine Torch? Ne. Weapon ist noch nicht da. Gut, was sollen wir noch mitnehmen? Das Harz. Und Felsen. Large Rocks haben wir auch. Das Audio ist leider geworden. Sorry, Leute. Dialog Volume. So, dann wollen wir mal hier raus. Leave the cave. Wir werden auch geführt. Choose a suitable place and build the foundations, ja. Do you want to build the suggested location or choose your own? My own location. I need to look around for a suitable place. Wir machen mal. I passed by an interesting spot yesterday. Yesterday haben wir einen guten Spot gefunden, sagt er. Hier nehmen wir ein bisschen Tailgrass mit. Fountain of Youth geht übrigens, wer es noch kennt hier aus der Vergangenheit von uns kleinen Community, die gehen jetzt bald in Release. Verlassen die Early Access. Aber wir haben das letzte Gebiet immer noch nicht. Ich habe vorhin mal reingeguckt. Sonst hätten wir da natürlich auch weitergemacht. Das ist nach wie vor auf dem Schirm, Leute. Jetzt muss man keinen Wolf sehen hier. So, hier sollen wir jetzt testen, unsere Foundations zu bauen. Nee, der Höhle. In der Map haben wir hier noch nicht, ne? Nee.
Gut, dann bauen wir hier unsere Hütte hin. Put the foundations in the suggested area. Die Thatch, also die einfachen Fundamente, 6 Stück sollen wir bauen. Press E to open the inventory. Und Y to craft. Ah, Y haben wir gleich Crafting. Das gab es, glaube ich, vorher auch noch nicht. E für Inventory haben wir schon mal 2. Use. Rechtsklick. Drag. Rechtsklick. Okay. Am Wasser hier, das ist schon mal gut. Kann man denn? Da muss man sich jedes Mal wieder ins Inventar gehen. Snap das? Nein, wir haben keinen Snap. Nur Rotate. Rift dazu. Rechtsklick ist es weg. Haben wir keinen Rotate dazu, Leute? Also, beziehungsweise. Doch, jetzt hat's gesnappt. Jetzt hat's gesnappt, aber hier. Ich glaube. Ah, das ist noch nicht so ganz geil, irgendwie. Aber es geht, irgendwie. Wäre schon ein Ding. Da, Lust dran. Okay. So, Crafting, was brauchen wir denn da für die Dinger? Das ist dann hier bei Shelter, ne? Foundations. 4 Stück müssen wir noch setzen. Wo sind sie denn? Hier können wir jetzt leider keine Suche eingeben. Das finde ich ein bisschen schade. Oder haben sie das hier oben? Doch hier. Da ist es doch. Ein bisschen unauffällig. Foundations. So eine Suchseite sollte in jedem geben sein. Was brauchen wir denn dafür? Softwood Log Chunk. Da müssen wir Bäume fällen. Und nochmal Äste. Kurze Äste und Seile. Gut. Dann werden wir uns. Das ist der Hammer. Hat mir nicht eine Stone Axe hier. Packen wir uns mal hier auf die 2. A new home. Vorsicht. So, umgucken. Da gucken wir auch gleich nochmal rein. Jetzt bestimmt nochmal schön Loot. So, das ist jetzt Softwood Log. Pick. Und was wollten die haben? Foundations in der generellen Kategorie kannst du nicht suchen. Die wollten Softwood Log Chunk. Das heißt, wir müssen hier nochmal draufhauen, glaube ich. Oder? Ah ne, da steht G. Chop. Das wollte ich eigentlich machen, aber brauchen wir nicht extra draufhauen. Sammeln wir ein. Genau. Dann müssen wir uns noch ein paar Äste und ein paar Seile zurecht machen, Alter. Sleeping in the Wild Journal. Was by being in the dark. Wo ist Sleeping in the Wild? New home. Hab ich schon Bock drauf, Alter. Habe ich schon Bock drauf. So, jetzt können wir. Wir brauchen jetzt hier Branches, also Äste müssen wir jetzt nochmal sammeln. Hier mal schön Wasser. Telegrass nehmen wir auch nochmal mit. Ich glaube, da müssen wir auch dann Seile draus machen. So. Branch. Large Branch. Jetzt sammeln wir uns erstmal was. Sechs Fundamente sollen wir machen. 3x2 oder was machen wir, würde ich sagen, ne? 2x3 ist es ja gehopst wie gesprungen. So, was können wir denn schon craften? Hammer. Nee, kann ich das nicht craften und im Inventar wieder liegen lassen, wie wir die aufgenommen haben? Rechtsklick, Draft. Ach nee, macht er noch nicht. Na gut, dann sammeln wir noch ein paar Dings vorher. Solange wir alles tragen können, ne? Nehmen wir das mit. Ist auch gerade hier nur so eine kleine Area. Moment, wie es aussieht. Wasser haben wir auf jeden Fall.
Wir haben irgendwas entdeckt. Tegras haben wir genug. Wie sieht das aus mit unseren Werten? Adaptions? Haben wir noch nichts. Ah, New Skill Unlocked. Straw Bedraw, Plain Bandage, also Bandages, den Leg Stabilizer, Tailgrass Rope, das sind diese Seile aus dem Tailgrass, was wir gerade gepflückt haben, und Fiber. Und das kennen wir alles schon aus unserem Story-Kram, Unlocks. Jetzt ist es hier aber anders. Jetzt haben wir keine Fähigkeiten, sondern es sind scheinbar Rezepte. Okay. Wenn wir mal eine 3x2 bauen, was ist das hier? Kann man das wahrscheinlich. Das ist altes Kram, kann man das zerstören? Muss neu klicken. Draufbleiben geht leider nicht. Bitte anpassen. Doch, jetzt geht draufbleiben. Von draußen geht's. Nichts gesagt. Aber kriegen wir nicht kaputt, wie es aussieht. Unten ist es Ausdauer. Nee. So, was haben wir hier drin? Chunks, Large Branches, nochmal ein Hammer, normale Äste und Seile. So, dann bauen wir uns erstmal was. Was sagt das Gewicht jetzt hier? 128 passt. So. Dann wollen wir mal 3x2 bauen hier. Und es wäre gut, wenn wir. Wir müssen nochmal jedes Mal wieder rein ins Menü, leider, glaube ich. Ja, das mit dem Snappen, liebe Entwickler, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Ne? Einmal. Hat nicht mehr gereicht. Was fehlt uns noch? Für das letzte. Nochmal 8 Äste. Haben wir jetzt aber alle gepflückt. So ziemlich, oder? Äste. 3. Macht noch 5. Wenn wir hier gegenhauen. Nein. So. Macht 7. Fehlt uns noch ein kleiner Ass. Wir brauchen ja dann sicherlich auch noch Wände. Das geht ja jetzt gleich weiter. Das geht ja jetzt weiter. Ah, oh, sieht das nicht herrlich aus? Wir können doch da hinten schon weiterlaufen. Da ist noch ein kleines Wäldchen, da oben sind Masten. Ja, nice. Tailgrass brauchen wir nochmal für Rope-Dämme. Gut, du kannst, ihr habt ja gesehen, wir können die Wetterbedingungen ändern und. Also du verschiedene Startoptionen, dass du gleich krank bist. Das musst du, kannst du alles dann halt starten. So, dann bauen wir nochmal das eine. Das ist echt blöd mit dem Snappen. Es geht, das wissen wir, aber ey, bis zu dem Point dann irgendwann mal durch Zufall hier. Da, Entwickler, das bitte auch wegmachen, wenn hier was gebaut wird. Wolf Aftermath. Now the walls. Jetzt sollen wir Wände machen. Okay, da brauchen wir aber auch was zu, ne? Hedge Wall. Ah ja, da brauchen wir lange Stöcke und Seile zu. Wir brauchen. Mal, oh, das ist ja doof gemacht. Mal baue ich immer in zweier Höhe. Wird auch dunkel jetzt. Hm? Das ist echt. Einmal. Die Höhle war da oben irgendwo. Das heißt, wir gehen nach hier raus, würde ich sagen. Was fehlt uns jetzt da? Oh, das waren 8 Large Branches. Wo kriegen wir jetzt die Large Branches her? Einsammeln oder was? Oder gab es die auch hier aus Tannen? Nein. Nein. Aber wir hatten drin in der Höhle noch welche. Holen wir die paar noch raus. Me again.
Ah, hier könnte man notfalls übernachten, wenn wir noch nicht fertig sind, logischerweise. Das ist auch gerade nochmal nur eine Wand gewesen, ey. Müssen wir wahrscheinlich auch. Wenn wir es jetzt nicht schaffen. Large Branches noch. Übersiehst du natürlich auch leicht. Müssen wir hier den Blick anschmeißen. Wahrscheinlich liegen die jetzt auch deshalb so viel rum hier. Normale Branches. Large Branch. Ja, das dauert, bis wir jetzt die Wände alle haben. Durch die Äste sammeln jetzt. So. Hier dran. Noch eins. Gehen wir noch ein. Oh, das sind wir natürlich immer wieder in das Menü. Muss das auch sehr, sehr nervig. Wir können aber auch die Seile. Wo finden wir denn das Rope? Da. Was haben wir für ein Tailgrass, was wir eingesammelt haben? Ja gut, wir müssen auf jeden Fall, Leute, in die Höhle. Und wenn wir es heute nicht mehr schaffen, sehen wir das beim nächsten Mal auf jeden Fall. Ja, kann ich hier das Zeug nicht zerkloppen, Alter? Wo es gleich dunkel wird. Hier mal Steine. Oh, was kochen hier? A Carrot, Level 5. Reach Level 5 Adaption in any endless Szenario. Okay, haben wir. Das heißt, wir haben schon neue Sachen freigeschalten. Jetzt wird es auch kühler. Ihr seht das an der Temperatur da. Da minus 6,4 fallend. Jetzt, wo die Sonne uns auch nicht mehr so wärmt. Wir brauchen Large Branches, Leute. Jetzt haben wir nur. Jetzt haben wir mal zwei gekriegt von dem Teil. Ja, wir werden jetzt in die Höhle gehen. Feuer machen, Essen machen. Large Branches, Leute. Wir brauchen Large Branches. Berries waren auch mal gut, bevor wir dann irgendwie Fleisch mal jagen können. Was haben wir hier noch? Herbal, ah ja, für Verband. Verband. So, wir werden jetzt ab in die Höhle gehen, Leute. Es ist nämlich schon dunkel. Das hilft uns ein bisschen Batterie zu sparen hier. Die Ansicht. Dich fällen? Ne, die werden noch nicht. Na gut, die dicken Bäume kennzeichnen sie auch nicht davon ab. Large Branch. So, setzen wir noch eine Wand und dann gehen wir ab in die Höhle und schlafen, Leute. Das nützt ja nichts. Einmal. Ich glaube, mehr haben wir auch nicht. Ja, ey, das mit den Branches ist natürlich echt kacke. Vor allem reicht uns eine Höhe. Ich baue ja immer gerne zwei Höhen. Finish your shelter. Da oben steht schon Doorframe, Windowframe. Ah, Window sollen wir auch reinmachen. Zwei Stück. Slope right, slope left. Roof natürlich, Dach. Eine Tür. Ja, okay. Ah, es geht unter. Sieht schon schick aus hier, Leute. Wo die Modelle, also die Assets hier, die sind jetzt nicht mehr so geil. Irgendwie nicht so aktuell. Aber an sich, die Gesamtoptik ist recht stimmig, finde ich. Okay, wir machen jetzt erstmal Bubu. Oh, das ist schon wieder nachgespawnt oder was? Ja, geil. Können wir doch noch eine Wand setzen, bevor wir in die Höhle gehen. Dann sind wir nämlich auch schon wieder fast durch mit der heutigen Folge. Es geht wieder super schnell. So. Dann sollten wir Doorframe. Den Doorframe setzen wir. Hier mal mittig, ne? Zack. Genau. Patch Window Frame brauchen wir noch. Wie viel brauchen wir denn da? Können wir. Wir frieren auch wie die Sau. Wir müssen ans Feuer. Window Frame sind das hier.
Können wir sogar auch schon einen bauen. Oh, komm schon. Ist das Enemies? Zack. Noch ein. Muss immer halt hier reinklicken, ne? So, jetzt brauchen wir wieder Large and Short. Es ist Polarnacht, es ist klarer Himmel, es ist Vollmond, es ist okay. Ich hätte mir die Nacht allerdings dunkler gewünscht, aber da gibt es auch dunkler, glaube ich, wenn das Wetter halt anders ist. So. Gehen wir Feuer machen, Leute. Ich werde dann versuchen, die Bude fertig zu machen irgendwie. Eine Fackel könnten wir uns auch mal bauen, dann brauchen wir nicht so viel Batterie. Seht das rechts unten, die Batterie neben mir, sieht man das? Zack. So, erstmal safe. Light up. Sehr schön. So, dann können wir jetzt auch was futtern. Was haben wir denn hier Schönes? Karotte rein, erstmal rasch. Wasser. Die Kantine. Ach, die ist noch leer. Die ist noch leer. Wir haben noch kein Wasser geholt, aber wir haben auch noch ein bisschen. Das müssen wir dann gleich mal morgens früh machen. Eat. Sehr schön. So, dann gehen wir pennen. Wie gesagt, bei Fontaine of Youth werden wir auch weitermachen, logischerweise. So, wir lassen jetzt aber in der Nacht das Feuer aus, was natürlich Schwachsinn ist, eigentlich. Aber dann brauchen wir nicht so viel Dingsen. Go to sleep. Ich glaube, es verbraucht nämlich das Fuel auch. So, das war ja keine 12 Stunden, hatten wir gesagt, sondern hier geht die Sonne auf, 8 Stunden. Was eigentlich hier laut 12-Stunden-Zeiger 3 Uhr nachts ist. So, day, survive day 1, bla bla bla. So, machen wir uns noch was zu essen und safen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, Leute. Wir werden hier ein bisschen weitermachen. Dass wir das mal gesehen haben und so weiter. Spielt es inzwischen jemand von euch? Von den Leuten, die mir mal zugucken. Unsere kleine, süße, geile Community. So, Essen, hauen wir nochmal was drauf hier. Bärchen haben wir auch noch, können wir ein bisschen Wasser mit auffüllen. Warum sind wir jetzt schon wieder cranky? Haben wir das gekocht? So, verändert sich in Roasted. Eat. Und danach wird es wahrscheinlich verbrannt sein, wenn der Kreis jetzt nach Roasted durch ist. So, Essen ist voll, sozusagen. Safe. Dann machen wir unsere Wasserflasche voll, dass wir noch Wasser abkochen können. Wir haben noch Bärchen gehabt. Dann packt ihr mal hier auf die 8. Ein bisschen was reinmachen. Ein bisschen Wasser. Ihr seht es da unten. Wenig Essen, wenig Wasser, aber besser als nichts. Was haben wir denn noch? Geht noch, ne? So. Passt doch. Füllen wir unsere Kantine auf. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Master. Lasst gerne einen Daumen oben da. Support ist kein Mord, oder wie war das? Und motiviert unheimlich. Da unten ist zu voll, unten rechts. Zack, genau. Können wir nicht was abkochen da, ne? So, können wir noch ein Window-Frame setzen? Wir brauchen nämlich 2 davon. Einen langen, einen kurzen. Ist das wieder... Ich schätze mal, das respawnt hier wahrscheinlich etwas schneller, denke ich, hier in diesem Modus jetzt.